Also heute ist total gut gelaufen, die Kühe waren entspannt, alles gut. Maschine. Habt ihr sie irgendwie vorbereitet? Nee, ich glaube mittlerweile kennen die das schon und wissen, was los ist. Kartoffeln rausgetragen, wir haben sie aufgelesen. Dankeschön, Ernst. Er ackert noch, er rückt noch Holz mit, er tut Kartoffeln raus, das ist eben sein Hobby. So, hier ist die Ilse, das ist also die Mutter der Familienräder hier, die gute Seele der Nation mit dem Nachwuchs Emilou auf ihrem Pony. Wie heißt das Pony? Daisy. So, das ist auch alles Familie Räder hier, Nachwuchs. Wartet mal ganz kurz hier. Und zwar soll ich hier sagen, diese wunderbaren kleinen Hunde, also diese drei Welpen, sind zu verschenken. Die suchen auf alle Fälle noch einen neuen Eigentümer. Wer sich heute in die verliebt hier, kann hier auch noch einen kleinen Hund mitnehmen. Und es ist Elias Hofmann, das bist du, gell? Die Pauline, die Elisa Löhlein hier mit den Hunden. Wunderbar. Na, dann drücke ich euch die Daumen, dass die Hunde heute einen neuen Eigentümer finden. So, dann weiter mit euch. Und schon kommt eigentlich unsere Hauptdarstellerin. Das ist sowas Ähnliches wie eine Promotion-Kuh. Sie ist aus Schwarzer. Heiner Ulrich führt sie. Heute wahrscheinlich mit seiner Enkeltochter. Die Kuh ist alles Mögliche gewöhnt. Sie tritt auf bei der auf der Eger. Hallo erstmal. Und weiter geht's. Vor uns spielen die kalten Nottheimer Spatzen. Das ist unsere Haus- und Hofkapelle. Die haben wir eigentlich zu jeder größeren Sache, ob Kirmes oder so, immer dabei. Gell? Ja. So, geleitet wird die Kapelle von Nicole Kessler und Martino Brock. Ihr Vater ist ja leider schon verstorben. So, wir sehen jetzt hier die Volkstanzgruppe aus Kaltenlengsfeld in Verbindung mit dem wunderschönen alten Wattburg, den fährt der Manfred Koch. Ihr seid ja auch jedes Jahr bei uns dabei, habt immer ein wunderbarer, durch eure Kostüme, einen schönen Farbtupfer im Umzug hier. Vielen Dank, dass ihr dabei seid. Weiter geht's. Volkstanz ist ja wieder total im Kommen, gell? Ist das richtig? Total im Trend, gell? Habe ich euch nicht erst vorige Woche in Kaltenottheim gesehen? Ja, gell? Ja. So, das ist schon der Manfred Koch, also nicht zu verwechseln mit dem Wasungen Bürgermeister, er ist aus Stettlingen hier. Und er fährt eben am 3. Oktober fährt er immer gerne seinen Wattburg nach Oberkatz aus. Der gehört schon dazu. Ja, eigentlich könntest du ihn gleich hier stehen lassen, hey. Ja. So, jetzt kommt eine Nummer, eigentlich eine Kindernummer, Kindertraktor, Benjamin Hofmann aus Stittlingen müsste da zu sehen sein. Aber vorher kommt die McDonalds-Truppe. Das ist Lionel, Luis und Melissa. Jetzt sind wir eigentlich bei der Großfamilie Koch. Das ist alles so um Willi Koch, Helga Koch, das sind dann aber schon die Urenkel, die da drinnen sitzen.
Das sind mehrere Generationen. Das ist unser zweiter Bauernhof. Das ist sogar der einzige, der im Vollerwerb arbeitet. Der Hartmut lebt direkt davon. 150 Hektar ungefähr, also richtig viel Arbeit. Und das ist der Nachwuchs, der das alles mal übernehmen soll. Hoffen wir mal, dass es klappt, gell? Hast du fein gemacht, gell? Ja. Ja. Sehr schön. Ja, das ist hier Stettling, hier, die Familie. Hofmann, genau. So, die kleinsten Bauern haben die größten Kartoffeln. Das ist ja hier die Devise, gell? Wir haben ja dieses Jahr unser Kartoffelthema. So, und hier kommt auch nochmal ein schönes, buntes Bild. Ihr habt eure Hasen mitgebracht. Sind das Rassehasen irgendwie? Ja, das sieht aber sehr rassig aus hier. So ein Zwergkaninchen. Ja, und so ein samtiges Fell. Wisst ihr, was das für eine Rasse ist? Zwergrex. Wusste ich doch, das ist kein Schlachthase, gell? Den isst man nicht, oder? Der wird nur gestreichelt. Kann man den essen? Schlappur auch nicht, gell? Nee, alles nicht zum Essen, da könnt ihr weiterfahren. Ja, ist klar. Heutzutage isst man die Hasen ja auch nicht mehr, der nur noch gestreichelt. Jetzt sind wir bei der Familie Adler und so weiter. Der ist im Kirchenvorstand der Walder und er hat sich darum gekümmert, dass dieses Jahr auch diese Kirche wieder mal renoviert wird. Die war sehr grottig, das war alles so mit so Grünspan dran. Der Putz hat nichts getaucht, obwohl wir so nach der Wende das geputzt haben. Und der Mike hat das nochmal aufgemalt für die, die eben nicht erst dran aufholen und wollen gucken, wie es aussieht. Also unsere Kirche, unser Gemeindearbeiter Mike Scharfenberger mit der Kirchgemeinde, die sich über die Renovierung der Kirche sehr freut. Übrigens, es fehlt auch noch Geld, habe ich gehört. Gell? Die Rechnung war wieder höher als der Kostenvoranschlag. Ja, ja. So, und hinterher sollte eigentlich unsere neue Pfarrerin laufen, die Frau Molin. War angekündigt, dass die in dem Gefolge ist, aber die zwei Frauen kenne ich und die Frau Molin ist nicht dabei, gell? Nee, hat es wahrscheinlich nicht geschafft oder Oberkatz mit Unterkatz verwechselt. Wahrscheinlich ist er am falschen Umzug heute, gell? So, und schon kommt der Walder, das ist also unser langjähriges Urgestein des Walderabtriebes. Er macht jedes Jahr einen wunderschönen Wagen. Dieses Jahr hat er den Erntedankwagen gemacht mit ganz viel Obst, Gemüse drauf, eine frische Erntekrone. Das ist ein Porsche-Traktor, ein echter Oldtimer. Walder kennt ja auch die ganze Rhön. Er macht auch bei anderen Umzügen mit. Und die Ossel habt ihr ja schon tausendmal gesehen. Die Ossel hat uns einen Zwiebelkuchen wieder gebacken, zwei Tage lang. Heute früh hat sie die Klöße gemacht, original Thüringer Klöße mit allem drum und dran. Die Ossel kann es einfach auch nicht lassen. Und jetzt teilt sie gerade hier, wie heißt das Zeug, Fallekuchen aus. Fallekuchen. Also wer mal Fallekuchen will probieren, hier gibt es im Sus, hier. So, er macht hier den Krach. Ach nee, es ist Musik. Warte, ich gucke mal kurz drauf. Auf alle Fälle Jüchsen und richtig heißen die Jugendmusikverein Jüchsen e.V. unter der Leitung von Hans-Jürgen Jung. Ja, und es ist tatsächlich so, in Oberkatz gibt es keine, seit Vorgestern keine Schweine mehr. Die letzten Vorgestern geschlachtet wurden und die Bauern sagen auch, vorbei, es lohnt sich nicht, man kauft es billiger alles, wenn du alles rechnest, du legst bloß drauf. So, und damit auch die Kinder wissen, wie ein richtiges Schwein aussieht und dass die Wurst eigentlich von Anfang an nicht eingeschweißt ist, deswegen haben wir gesagt, wir laden noch mal auf, so sehen sie aus, die eigentlich Kartoffeln fressen. Jetzt haben wir uns schon die Frage gestellt, wie viel Zentner eine Kartoffel braucht man denn, um ein Schwein groß zu kriegen? Selbst das wissen wir auch nicht mit hundertprozentiger Sicherheit. Weil, da haben wir so ein bisschen geschätzt, also hier steht drauf 4 Deziton, was 400 Kilo wären. Mir hat aber auch einer gesagt, 7 Deziton, 700 Kilo, okay? Also irgendwo dazwischen. Das kommt jetzt drauf an, wie viel Brot man noch dazu füttert. Okay? Also wer jetzt ärmer war, der hat auch 10, 12 Zentner gebraucht, gell? Um das Soße zu kriegen. Also viel Kartoffeln. So, und der Wimmer fährt das Teil hier, den schönen alten Traktor.
So, das war das. Jetzt kommen wir nochmal mit dem Kopf. Ah, du hast nochmal was mit Technik. Wenn Nummer 312 mit der Frau 120 ist, nur mal ganz kurz, damit ihr wisst, wo die Technik arbeitet, hört ihr ja neu, die Frau 120, da geht man über die Klinik. Vom Weizen, das ist heute unter der Dach, die Backe, die man da nicht ausgeben kann. Und ich danke noch gar nicht so gut. So, und am Steuer, Hartmut, so, jetzt kommt ein Top-Thema dieses Jahr 9 Drehtage MDR in Oberkatz, und zwar ist die Sendeproduktion mit Alan. Frau Susanne hat keine künstlerische Pause gebraucht, und wir hatten die Ehre, dass diese Sendung hier in Oberkatz produziert worden ist. 18 Leute, also 2 Kamerateams, haben wirklich 9 Tage lang gedreht, um 90 Minuten die Kiste zu kriegen. Ich weiß nicht, wer es gesehen hat. Aber wir haben das mal einmal live mitgemacht. Ich kann euch nur sagen, einmal und nicht wieder. Weil... Die sitzen jetzt hinten drauf, aber die waren eher bei Wuchsclub mit dabei, gell? Das war euer Partner, war ein starker Jungs. Hat schon mal jemand Wuchsclub gesehen? Ja, okay. Die waren auch da nebenbei. So, jetzt kommen wir ein bisschen Technik. Also in diese Richtung, Essen und Trinken gibt es da hinten. Und einen schönen Platz suchen und dann geht's weiter. Vielen Dank.